Hallo, ihr Lieben! Heute ist wieder Sonntag und wir machen Acrylic Puring. Und ich muss sagen, ich bin die letzten Male nicht so richtig dazu gekommen, zu basteln. Beziehungsweise das eine, was ich gemacht habe, ist nicht so schön geworden, wie ich es gerne wollte. Und deswegen versuche ich es auch nochmal und bin aber eben noch nicht dazu gekommen und habe jetzt so ein bisschen in meinem Fundus gekramt, was ich denn noch so habe. Was ich schon mal mitgefilmt habe, wo ich ein bisschen geschaut habe, eben was ich für mich halt immer so ein bisschen im Petto habe, wenn ich eben so eine Situation habe wie jetzt. Und dadurch habe ich jetzt eins meiner ersten Videos, wo ich Acrylic Poring mache, ähm, rausgekramt und hoffe, ich gef es gefällt euch. Ich habe es so ein bisschen äh, im Turbo Durchgang gemacht, weil ich glaube, ihr habt viel schon gesehen. Ich erzähle auch gerne auch noch mal ein bisschen was dazu. Ähm, Acrylic Pouring finde ich persönlich ja immer sehr schön, weil einfach die Ergebnisse auch so unerwartend sind oft. Für mich existieren so die Kontrollen jetzt so direkt darüber noch nie so richtig. Also für mich ist es wirklich immer echt spannend. Also äh, wer die Überraschung liebt, wie beim Epoxidarts oder so, der ist beim Acrylic Pouring wirklich goldrichtig. Ja, dann, ähm, genau, ich nehme immer Handschuhe dazu. Ähm, ist jedem selbst überlassen. Ich persönlich mache es lieber mit Handschuhe. Einfach weil so viel Farbe und nicht, dass man es irgendwie dann vermischt, verwischt. Und, ähm, genau, also dementsprechend mache ich es halt immer mit Handschuhen. Und ähm, habe hier jetzt... Vier Farben in dem Sinne, wobei Weiß jetzt nicht unbedingt als Farbe gezählt wird. Es wird äh, Silikonöl dazu gemacht, aufgrund dessen, weil das für die Zellbildung gut ist und dadurch eben einfach auch besser ausgebildet wird. Ich habe teilweise bei anderen schon gesehen, dass die das auch ohne das Silikonöl bekommen. Ich kenne aber oft, laden viele hoch und sagen nicht, was sie reingemacht haben. Das heißt, sie haben schon fertig gemischt. Und ähm, bei mir ist es wirklich meistens nur, dass es die reine Farbe ist. Sollte die Farbe mal zu, dünn, äh, zu dick sein, dann mache ich ein Fluid mit rein oder das Purim-Medium. Und äh, dieses ähm, macht dann, dass halt nicht die Farbe verloren geht, sondern einfach nur die Flüssigkeit so ein bisschen dünner wird. Also ähm, das ist der einzige Effekt. Äh, man kann es natürlich auch... Mit Wasser machen, aber ich habe es mit Wasser noch nicht ausprobiert. Man kann es auch mit Weiß ähm, verdünnen, äh, wenn das Weiß dünner ist. Da muss man mit rechnen, dass die Farbe halt ausblasst, weil dann eben da einfach ein bisschen mehr. Das Ganze, die, die Intensität halt rausgenommen wird und genau, ich bin ein Riesenfan von dem Flip Cup. Der Flip Cup, ähm, da wird die Farbe geschichtet. Ähm, das heißt, so wie ihr es jetzt hier seht, ich mache es, äh, dass ich es immer am Rand runterlaufen lasse, damit das nicht so komplett durcheinander gleich gemischt wird und dadurch, das war für mich jetzt so die optimale Technik, die ich jetzt sehr sehr lange und sehr viel auch genutzt habe, hatte jetzt zum Schluss. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand eine, das Video gesehen hat. Da habe ich es mit Ceva dann genommen, dass ich halt fair, ähm, ja, so, wie sagt man das, ähm, dass ich mit dem Ceva über die Farben rübergegangen bin. Äh, wenn ich dran denke, verlinke ich euch das gerne. Und ich hatte ja schon mal mit Ceva gearbeitet. Da habe ich eine Feder draus gemacht und also für mich halt noch ganz viel Spielraum nach oben und äh, ich gucke immer eine YouTuberin äh, die hat so tolle Sachen so viele äh, auch so Blumen die sie macht das habe ich bisher noch nicht hinbekommen ich weiß nicht ob ich mir einfach doof anstelle oder manchmal also meine Schwachstelle ist eben auch dass ich zu geizig bin mit der Farbe, also ich nehme oft zu wenig, das werdet ihr hier auch sehen, ich habe mal gerade zu Anfang habe ich wirklich immer zu wenig genommen jetzt lerne ich ja draus, aber auch da ist es halt ganz oft sehr sehr knirsch äh, mit sehr wenig Farbe und ähm, ich muss da einfach lernen, dass ich, wenn ich das mache, da eben auch die richtige Menge halt auch rausbekomme und eben halt dann auch mal spendabler sein darf Genau, und äh, ich schichte hier, ich habe es immer mit dem Weiß. Ähm, das Weiß macht sich halt ganz gut, um da eben auch äh, mehr Farbe halt auch mit reinzubekommen. Viele machen als Grundierung direkt auf der Leinwand die Farbe Weiß und schichten dann. Das habe ich bisher so noch nicht ausprobiert. Ich hatte jetzt versucht, ähm, bei dem anderen Bild äh, das als Grundidee zu machen, aber das habe ich so jetzt auch noch nicht hinbekommen, wie ich es wollte. Ja, dann wird das Ganze auf die Leinwand geflippt und ähm, ich habe mir übrigens so kleine Schnapsgläser aus Plastik darunter gestellt, damit es halt runtertropft, dann die Farbe später. Und auf dem Becher klopfen macht sich ganz gut, damit halt die Farbe auch runter auf die Leinwand läuft. Lasst es im Moment einfach runterlaufen. Äh, wie gesagt, bei mir ist jetzt hier der Speedy an so ein bisschen und äh, dadurch aber... Lasst es eine Minute, zwei Minuten runterlaufen, dann ist auch wirklich viel, viel Farbe runter. Und äh, dann könnt ihr den Becher nämlich hochnehmen und dann verteilt sich das auch. Und diese Effekten, ähm, erstmal wer in den Becher dann reinschaut, der sieht dort auch schon die Zellbildung. Und ähm, genau, aber hier seht ihr schon, ich finde diese Effekte so mega. Und genau, und ihr seht schon, ich habe relativ wenig Farbe, wie gesagt. Ähm, es hat gedauert. Und äh, ja, während ich so hin und her schiebe und ihr das gerne genießen könnt, äh, möchte ich sagen, wir sind mittlerweile über 300 Abonnenten, wenn ich das hochlade. Es ist unheimlich warm draußen, während ich das jetzt gerade schneide und äh, den, die Vertonung danach machen. Und ähm, genau, aber ich freue mich über jeden Einzelnen, der da gerade meinen Kanal abonniert hat. Und äh, Genau, auch wenn Kommentare kommen, ich freue mich immer sehr drüber, wenn dann eben auch mal Fragen gestellt werden, falls etwas vielleicht auch nicht so schön war, jetzt zu sehen, dass ich es dann vielleicht nochmal anders machen kann. Vielleicht jemand sagt, irgendwie, Mensch, ich konnte jetzt gerade gar nicht sehen, was hast du da reingemacht oder ähnliches, finde ich für mich halt auch wichtig. Dann kann ich es zum Beispiel nochmal zeigen. Und, äh, oder was hast du genutzt, das macht viel. Ich finde jetzt Kommentare wie, oh, das ist doof oder so. Kann ich jetzt nichts mit anfangen, das tut mir leid. Aber dann sagt mir bitte genau, was soll ich gerne anders machen, weil das gehört einfach für mich dazu, damit man halt auch was daraus lernen kann. Das macht den Ton aus, ne? Und äh, genau. Dadurch, ich freue mich sehr, ich freue mich über einen Daumen nach oben auch da und ähm, überhaupt wer sich den, die Videos anschaut. Ich habe ja, ich lade ja sonntags immer hoch und lade einmal ein Bastelvideo hoch und ein bisschen später lade ich ein Musikvideo hoch. Ähm, ich habe eine zweite Leidenschaft, nämlich Musik. Ich gehe unheimlich gerne hier in Berlin, ich komme aus Berlin, ähm, gibt es ja so, so kleine Locations. Ähm, wer mich ein bisschen verfolgt, äh, bei mir sind es. Hauptsächlich meistens drei Locations, wo ich relativ häufig schon war. Und äh, das ist die Hafenbar in Tegel und äh, die Junction Bar in Kreuzberg. Und dann haben wir noch das Rickenbakers, das ist ähm, in Schöneberg. Das Rickenbakers war ich jetzt lange nicht gewesen, muss ich auch mal wieder hin. Und äh, genau, und ansonsten war ich eben auch schon überall woanders neben, halt meine Kamera immer mit und freue mich da halt dann eben auch, wenn ich das mitfilme und damit für mich eben auch Erinnerungen schaffe. Und genau, also dadurch ist das für mich halt immer was Schönes und das lade ich halt einmal komplett als komplettes Video hoch, vom kompletten Auftritt und lade aber eben auch einzelne Lieder dann hoch. Ich weiß nicht, jeder mag komplette Auftritte sich anschauen oder eben auch bei den Bastelvideos äh, gibt es halt auch ganz oft, dass man eben nicht ganz lange Videos sich gerne anschaut. Man möchte kurze Videos haben und dadurch ist es für mich halt dann was wo ich schaue, dass ich so einen schönen Mittelweg finde und dann jeder so ein bisschen auf seine Kosten kommt. Falls jemand natürlich gerne noch mal längere Videos auch vom Basteln sehen möchte, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich versuche dann mal so ein bisschen zu schauen, wie ich es am besten machen kann und äh, vielleicht auch, was ihr gerne sehen wollt. Ähm, ich habe jetzt so ein, zwei Sachen, die ich gerne ausprobieren möchte. Da werde ich jetzt demnächst alles Mögliche. Dann ein Teil habe ich schon zu Hause, ein Teil werde ich mir noch holen und dann werde ich euch daran teilhaben lassen. Und ich habe auch noch ein Video, das muss ich schneiden. Das ist so lang auch. Aber ich denke, das werde ich jetzt auch demnächst in den Angriff nehmen. Und genau, ihr seht, ähm, wie gesagt, bei dem Bild jetzt. Ich habe einfach zu wenig Farbe gehabt. Das hat man dann leider zum Schluss eben auch gesehen. Ich musste so ein bisschen die Farbe zusammenkratzen und dadurch war das dann halt ein bisschen schade. Aber ich finde das Ergebnis trotzdem sehr schön. Ich mag die Farbkommi. Äh, man merkt immer, wo die Hauptaugenmerke dann da drauf liegen. Also welche Farbe sich mehr oder weniger durchsetzt. Und genau. Also dadurch. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Auch wenn es jetzt einfach ein Notvideo für mich jetzt einfach war. Aber ich hoffe, ihr seid nächsten Sonntag wieder mit dabei und freue mich, wenn ihr dann wieder da seid. Und genau, dann genießt auf jeden Fall noch das Wetter und bis bald. Tschüss.